So, meine Lieben, und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Devil May Cry. Mission Nummer 6, Stahlwirkung. Ich laber jetzt einfach nicht groß rum und starte direkt die Mission und wir schauen mal, wie es weitergeht. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Ja, nee, ist klar. Da komme ich auch gar nicht dran. Hä, wie soll ich denn da dran kommen? Ach so, warte mal, ich habe eine Idee. Ne, ich bleib da jetzt oben drauf. Ja, das war klar. Das war ja klar. So, jetzt haut er ab, oder was? Bleib mal hier. Alter! Boah, ist das kacke. Boah, so riesige Gegner mag ich gar nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Jetzt bereue ich das wieder, dass ich den Doppelsprung nicht gekauft habe. Hä? Ich check grad gar nichts. Sorry, ich check grad wirklich nix. Oder soll ich dem hier... Nee, das geht auch nicht. Was soll ich denn hier machen, Alter? Ja, bis der runterkommt, okay, verstehe ich, aber... War das eben auch schon da? Sorry, ich bin gerade total verwirrt.
What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Well, guess it's just you and me, Cockroach. Ja, es war schon die ganze Zeit so. Nein! Alter, was ist das denn für ein kranker Arm? Das ist ja mega übel krank. So, die Dinger da vorne sind noch zu. Da komme ich noch nicht dran. Hä, wieso hat denn der noch Energie? Nein! Wo bin ich? Hä, wie habe ich das denn eben mit dem Arm gemacht, Alter? Nein, schon wieder runtergefallen. Oh. Oh, das ist so blöd, ne? Oh. Ey, der kommt da nicht drauf, egal was ich mache. Och, Bengel, ey, jetzt bleib doch mal irgendwo stehen. Ist ja anstrengend. Boah, ihr müsst mich da unbedingt dran erinnern. Beim nächsten Mal. Auf jeden Fall Doppelsprung kaufen.
route too. What's going on? Yo, ladies away. Got any questions for her? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one, the other one. This one? Next to it. Come on, Nico, this one? Sure. Also der Kampf hat mir gerade überhaupt nicht gefallen. Da haben wir auch noch ein S für bekommen. Ja, nee, ist klar. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on! Get up! Got something to wear that's good for digging? Ich werde natürlich nicht mit Vi spielen, ich werde mit Nero spielen. So, jetzt gucken wir noch mal eben, was das für ein Arm war, womit ich so derbe auf die Fresse gehauen habe. Hey. Ja, komm. Das überspringen wir jetzt mal. Wir gucken jetzt mal, was hat sie denn hier wieder gebaut? Also, Metallpeitsche für Schläge von Weitem oder zum Heranziehen schwerer Gegner, der die Zeit steuert. Ah, okay. Interessant. Blablabla. Mit einem Hieb töten kann. Seine enorme Kraft. War das das? Entweder war es der Tomboy oder der Busterarm. Ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher. Da müsste ich nochmal gucken. Warte mal. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir kaufen uns jetzt erstmal... So, das müssen wir jetzt einmal vergrößern. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter. XC2. Ja, komm, kaufen wir auch direkt. So, also Devil Breaker. So, der Busterarm. Nein. Ausrüstung. So. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob es jetzt der Tomboy war. Oder der hier. So, wir probieren alles Neue mal aus. Ah, und dann nehme ich ihn hier noch mit. Ich glaube, so machen wir das. Anpassung abschließen. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, komm, dann wird das hier halt mal eine kurze Folge heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt zwar nicht wirklich viel, was wir da gesehen haben.
Aber das ist auch gar nicht so schlimm. In der nächsten Folge geht's dann wieder spannend weiter an der geschlossenen Front in Mission 7. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich freuen, den Kanal supporten und meinen Bart etwas dämonischer werden. Also, bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.